Good morning, wir haben jetzt 8.36 Uhr und wir zahlen jetzt noch die Hälfte von diesem Mini-Cookie, was sie uns gestern geholt haben mit diesem Bueno. Und dann gehen wir frühstücken. Ein bisschen was im Magen zu haben ist gut, wie ein Kreislauf und diese U-Bahn. Ja, auf jeden Fall melde ich mich wieder bei euch, wenn wir fooden, frühstücken. Ein Matcha mit weißer Schokolade. Soll ich rühren? Ja, oder? Sehr geil. Man schmeckt die weiße Schokolade. Das ist richtig schön angebuttert und getoastet. Das ist ein Avocado-Brot mit Hummus, Zwiebeln und Ei. Und rote Beete. Oh, schaut mal, Leute, das ist Buns from Home. Das ist jetzt aber Hefe so ein bisschen, oder? Voll schön. Frühstücken. Das war sehr lecker. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zu einem veganen Cookie-Store. Das nehmen wir jetzt gerade, dann kaufen wir uns dazu Cookies und frühstücken die wieder morgens, bevor wir losgehen, weil es immer gut ist, was im Bauch zu haben. Ja. Schaut euch hier mal diesen schönen Eisladen an. Das ist echt mega schön. Oha, die haben sogar so Schokolade und so, gell? Wow. Das ist die Markthalle, wo wir morgen hingehen, oder? Oder nee, heute, gell? Das ist keine Markthalle. Hast du doch gerade gesagt? Shops drin. Ah, okay. Die haben sogar so einen eigenen Ordinary Shop. Voll krass. Also die haben die ja echt Läden und da vorne war gerade Charlotte Tilbury und alles Mögliche. Und die Sonne ist ein bisschen da, voll cool, oder? Ja, extrem. Jetzt sind wir in Flusi. Wir waren da jetzt eben gerade und zeigen wir mal. Wir haben uns jetzt eben drei Cookies. Oh, die sind noch warm. Die sind alle warm. Wir haben hier einmal diesen, was war dieser Chocolate Hazelnut? Ja, Seasonal Cookie. Und zu erwähnen, sie sind alle vegan. Und das war Cinnamon. Das sieht halt auch echt gut aus. Oh mein Gott, riech mal, es riecht wie Zimtschnecke. Oha. Und das ganz normale Chocolate Chip Cookie. Aber wir essen jetzt den Schoko zuerst, oder? Ja. Also den essen wir heute. Und die anderen zwei dann zum Frühstück morgen. Achso, ich probiere noch, ne? Mhm. Okay. Das war nicht die Hälfte. Wow.
wird, ist das die vegane mega. So, first stop Victoria's Secret. Und Victoria's Secret befindet sich natürlich an der leuchtenden Krone. Wer hätte das gedacht? Ja, der hat ja 4 Stockwerke. Ich bin gespannt. Guck, wie schön die Sonne scheint. Next stop, Borough Market. We are ready for food. Wir haben so schönes Wetter. Hallo. Achso, Sea Salt, Chocolate, ja. So, wir sind jetzt eben auf dem Borough Market und wir haben einmal so ein Ciabatta-Brot mit Trüffelkäse, Falafeln und Hummus. Das ist dieser, wie heißt es nochmal? Donut. Ja, mit Füllung, Salted Caramel. Und es ist so ein Pie mit, gefüllt mit Spinat und Tofu und Spinat. Und es ist Trüffel, Fatsch. Die sind aber voll gut, oder? Ja. Sind echt sehr gut. Voll lecker. Ja. Also so sieht es von drinnen aus. Junge. Also so sieht es von drinnen aus. So wirklich, gell? Wenn es warm wäre, wäre es besser. Aber sie hat es uns nicht warm gemacht. Ja, Salted Caramel. Ja doch, schmeckt aber auch ein bisschen nach Kaffee irgendwie. Nach was? Nach Kaffee. Nach Kaffee? Aber es ist extrem fluffig. Mega lecker. So, jetzt probieren wir dieses Fatsch, was sehr berühmt ist für England. Wir haben es beide noch nie probiert. Es ist sehr hart. Ich habe gedacht, das ist Fatsch. Fatsch. Aber das ist Fatsch. Mit der richtig schönen Vorteil, den Fahrstuhl wieder bauen. Kann ich nicht, was ich mir schädigt. Doch, schmeckt lecker. Schmeckt halt so, wie pures Fatsch, hast du so in Ben & Jerry's Eis oder so Cookie Dough-mäßig. Genauso schmeckt es. Ist halt, was das ist, Fatsch, weißt du das? Nee, Zucker keine Ahnung. Zucker viel und Zucker wahrscheinlich. Ja, aber schmeckt gut. Mama hat so schlechten Geschmack, den sogar schlechten Geschmack. Tempeh auf Seitan und es ist alles vegan und genau. Okay, dann ist ja gut. Das ist jetzt unser Food. Alles vegan. Wir haben hier 2 vegane Soßen. Dann diese Potatoes. Und ja, das eben aus Seitan und so veganer Speck, oder? Ja. Yes. Was machst du da? Warum? Eine Burger doch in die Hand. Ich will doch keine dreckigen Hände. Okay. Das Seitan schmeckt mega lecker. Schmeckt halt immer so nach richtig zarten Hähnchen.
Schmeckt. Wir sind jetzt in einem riesen Supermarkt in diesem Sainsbury. Es ist 21 Uhr. Weil es hier diese. Oh, Donuts. Weil es hier diese. Falsche Richtung. Weil es hier diese Livias. Livias, das sind auch solche gesunden Snacks. Und vegan. Das sieht irgendwie ein bisschen amerikanisch hier aus, oder? Ja, voll. Wie Walmart irgendwie. Das sieht echt so aus. Voll cool irgendwie. Das sind alles Selbstbedienungskassen, gell? Also die haben einfach in diesem random Supermarkt einfach Money Life. Und noch mit Smooth Peanut Butter Chocolate. Hey, was ist das für eine? Achso, das ist die Roasted. Voll geil. So, wir gehen jetzt wieder, weil sie doch wieder nur die Delicious Ella Sachen hier haben. Ja. Die haben sie doch nur in Whole Food. Wir haben jetzt 9 Uhr. Es ist jetzt den Cookie, den restlichen, also den anderen Cookie von gestern, den Chocolate Chip. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Notting Hill. Sind wir gestern spät aus dem Haus gekommen? Nee, für die Reise. Echt? Oh. Heute steht viel auf dem Plan, weil heute das Wetter mega schön ist und es soll morgen nicht so gut sein. Ja. Und wir sind in Notting Hill. Julia Roberts. Okay, wir waren jetzt bei Buns from Home. Das ist mit Vanille. Custard. Vanille gefüllt. Und jetzt abbeißen. Ja. Mhm. Voll lecker. Das ist krass Sorte, gell? Ja. Ja, also mega knusprig. Geil. Das ist richtig lecker. Also eigentlich war der Deckel da noch drauf, aber ich habe total schon gegessen. Und es ist, sag es bitte, es ist ein typisch britisches Scone. Das isst man hier typischerweise mit. Mit Clotted Cream und Marmelade. Das ist so eine aufgeschlagene Buttercreme-artig und das macht man über eine ganz lange Zeit. Deswegen wird die dann so richtig cremig und es schmeckt auch eigentlich nicht mehr wie Butter, sondern so ein bisschen sahneartig schon. Also es schmeckt nicht so wie ein Brioche, aber das ist so Brioche-like. Aber ja, wie du gesagt hast, es hat eine festere Konsistenz. Ja, es ist sehr kompakt und leicht süß. Ja, es ist kompakter. Doch, kann man gut so mit Marmelade sowas essen, ja? Ja. Doch, ist gut. Es gibt es auch herzhaft. Das ist jetzt ein Mandelcroissant. Meinst du, es ist gefüllt? Es ist gefüllt. Ja, es ist immer gefüllt. Es ist nämlich aufgeschnitten, gell? Ja. Aber mit was wohl? Da ist so eine Mandelpaste normalerweise drin. Oh. Ich glaube, dann schmeckt es doch so Marzipan-like bestimmt. Bin ich so Marzipan-Fan, nämlich. Ich schon. Da war jetzt noch Croissant. Also schmeckt halt noch Croissant mit Mandeln oben drauf. Aber geil, oder? Mhm. So sind die berühmten bunten Reihenhäuser. So, wir sind immer noch in Notting Hill und
trinken Tee, Green Tea. It's beautiful. Es ist echt mega das schöne Wetter. So, jetzt sind wir mit dem Bus gefahren von Notting Hill jetzt zum Hyde Park. Und der ist sehr groß. Das ist der größte Park in London. Man könnte ihn jetzt auch nicht komplett durchlaufen, oder? Ja doch, das machen wir doch jetzt. Ja, doch nicht komplett. Doch, wir wollen ja zum Buckingham Palace, ja da. Oh, das ist auf der anderen Seite, oder wie? Ja. Ah. Buckingham Palace. Halloumi Fries mit Knoblauch Mayo. Wir sind jetzt hier auf so einem Markt. Wie heißt der Markt? Buck Street Market. Genau, hier sind überall Märkte. Noch mehr Foodstände sind hier jetzt. Jetzt schauen wir mal, was hier noch zu Food gibt. So sehen die Tacos jetzt aus und wir haben jetzt Veggie-Tacos bestellt. Genau, mit Guacamole, Gemüse, eine Sour Cream, genau, und so eine Salsa. Ja, das kann man ja wirklich nicht essen. Wir gehen jetzt da hoch, auf das Hochhaus in den Sky Garden.
das eigentlich auf sich? Halloween Deko, das ist alles cool. Echt, war das Halloween? Ja. So, jetzt sind wir in der St. Paul's Kirche. Gut. So sieht jetzt unser Meal aus.